Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir. Heute mit dem Virtual Reality Spiel Rec Rooms. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ja Leute, hier bin ich, das erste Mal mit VR. Ich habe schon vor der Aufnahme ein bisschen rumprobiert. Wundert euch nicht, dass der Typ da im Spiegel nicht redet, das soll ich darstellen. Aber ich habe meinen Voice Chat auf der Konsole mal komplett ausgestellt, damit ich nicht hier die Leute verwirre. Hier sind auch noch andere Spieler. Ich habe hier gerade eben schon mal ein bisschen mit der Steuerung rumprobiert und musste feststellen, dass wenn ich die Bewegungssteuerung benutze, das mir recht schnell schlecht wird. Deswegen werden wir diese Teleportationsfunktion benutzen. Ich hoffe, jeder hat Verständnis dafür. Ja. Und ich hatte jetzt vor, hier so ein paar Sachen auszuprobieren, was ich mit VR alles machen kann. Zum Beispiel mal eben kurz die Flasche ernehmen, ein bisschen was zu schlucken und dann einfach das wegzuschmeißen. Ja, genau so. Oder noch hier mit den Dartpfeilen ein bisschen rumzuwerfen. Ich will die Dartpfeile. Guck mal, perfekt. Einen habe ich geworfen, den anderen nicht. Zum anderen, auch damit wollte ich einmal ausprobieren. Einfach werfen, in der Hoffnung, dass ich treffe. Wow, ging recht schnell. So, ich hatte mich auch schon ein bisschen hier im Raum umgeguckt, bevor ich die Aufnahme angeschmissen habe. Ich weiß, dass ich da oben auch noch was schreiben kann. Ich darf nicht da runter gucken, sonst wird mir auch schlecht. Ja. Jetzt nehme ich mal diesen Stift, stelle mich da hin und schreibe hier mal Hi dran. Geht doch! Ich kann schreiben! Zumindest im VR. So, wie lasse ich das Ding los? Ah, so. Ey, guckt euch diese Welt an. Nein. So, dann teleportieren wir uns mal raus hier. Und wir sind da. Oh. Hi, ich krieg ein Geschenk. Yay, Tokens, wofür auch immer. Ja, hier ist jetzt die Lobby. Die alle können mich nicht hören, weil ich den Voice Chat, wie gesagt, hier im Spiel ausgemacht habe. Ich kann jetzt hier eine Frisbee nehmen und dem nicht, der scheint AFK zu sein, den Leuten da hinten einfach mal zuwerfen, würde ich treffen. Ja, die könnten die jetzt fangen und mir zurückwerfen. Aber das kennt ja alle schon. Also, ich bin jetzt bestimmt nicht der Erste, bei dem ihr VR sieht. Das ist ja auch das erste Video jetzt auf meinem neuen Channel, meine ich. Den alten habe ich ja zugemacht. Die Gründe habe ich auf dem genannt. Wer sie sich anschauen will, der muss auf den alten Kanal gucken. Hui. Und jetzt habe ich Spaß hier mit meinem Bällchen. Das klingt so falsch. Ja. Ich könnte jetzt hier auch noch Tischtennis spielen. Da könnte ich Darts spielen. Ich habe gesehen, dass Bowling hier irgendwo verfügbar sein soll. Och, wer bist du denn? Hi, kenne ich dich? Du kommst mir so bekannt vor. Komm mal ein bisschen näher. Nee, du kommst mir nicht bekannt vor. Ich hab dich verwechselt. Okay, ich habe genügend den Tube geschlagen. Ah, okay. Hier habe ich jetzt ein paar Spiele zur Auswahl. Da lese ich's. Bowling. Und ich glaube, ab demnächst mache ich das nicht mehr mit einem Headset auf dem Kopf, also das Mikro, sondern ich mache das über mein Standmikrofon, was ich hier noch rumstehen habe. Weil ich merke, dass das auch ein bisschen auf die das VR-Set drückt. Da könnte ich jetzt Billard spielen, aber ich denke mal, alleine macht das nicht wirklich Sinn. Ich würde gern da einmal
eine Runde Bowling, aber vorher, ich sehe da hinten etwas, das ich früher immer in den Arcade-Hallen gespielt habe. Und nie einen Punkt gemacht habe, weil ich die immer 5 Meter daneben geworfen habe. Gucken, ob ich heute mal treffe. Oh, ich sollte die vielleicht nicht loslassen, bevor ich sie werfe. Treffe ich? Nö. Komm, ein. Zack. Irgendwann treffe ich noch. Ich glaube, der Tag ist aber nicht heute. Und ich wurde komischerweise irgendwo hin teleportiert. Wieso bin ich jetzt bei Bowling? Ich bin da dran. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, vielleicht treffe ich dann auch. Komm, ich will nur ein versenken. Ich habe den da oben irgendwie gefangen. Ich merke zumindest, ist in meinem Arm, dass ich was mache. Aber treffen tue ich da dich trotzdem nicht. Hui. Was meint ihr? Wird der Lulatsch heute noch treffen? Jetzt könnt ihr eure Wetten noch abschließen. Komm, ich will doch nur einen reinkriegen. Jetzt werfe ich dich schon wie ein Bekloppter. Ich habe einen reinbekommen. Weg damit. meine Sicht ist gerade ein bisschen verschwommen. So, besser. Daraufhin bräuchte ich eigentlich erstmal einen Drink. Da hinten, da sehe ich einen Getränkautomat. Da will ich hin. Ich will ein Getränk. Das hat gut getan. Weg damit. Da flog sie noch. Jetzt mache ich da mal mit. Oh, ich bin sogar dran. Ich habe mich nie dafür registriert. Ich habe irgendwas getroffen. Ein Moment, ich habe eine Flasche umgeworfen, zum Glück leer. Ich stelle sie aber trotzdem mal sicherheitshalber beiseite. So, wir wollen ja hier keinen Unfall. Auf welcher Bahn muss ich denn werfen? Hüpp. Treffe ich? Okay, ich bin zumindest auf der richtigen Bahn. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, ob ich getroffen habe. Okay, ich habe was getroffen. Jetzt habe ich nicht getroffen. Und der deppt aus irgendwelchen Gründen. Keine Ahnung, was der will. Okay, jetzt ist der dran mit Werfen. Der hat offenbar verfehlt. Ich stelle mich mal dahin, dann sehe ich das ein bisschen besser. Ey, obwohl ich komplett versagt habe. Ja, ich bin dran. Nee, 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 nee. Soweit ich das weiß, bin ich doch jetzt dran. Dann versuche ich mal mein Glück. Ich versuche nochmal die Taktik, die ich gerade gemacht habe. Hätte ja klappen können. Okay, so hatte ich, glaube ich, getroffen, ne? Als ich den so nach vorne geschwungen hatte. Okay, das funktioniert auch nicht. Ey, wo ist denn der andere Dude? Der macht irgendeinen Quatsch da hinten. Naja, ich könnte ja so lange üben, ne? Oder kommt der jetzt wieder? Ist der überhaupt noch da? Nein, ich glaube, der ist gegangen. Da hinten steht er. Hallo, du bist dran. Da steht sogar. Der spielt einfach Dart.
Und ich kann währenddessen nicht werfen. Warte mal, vielleicht wenn ich auf einer anderen Bahn bin. Immer während ich auf einer anderen Bahn bin, kann ich werfen, wie ich lustig bin. Wupp, wupp, wupp. Hui! Hätte ja noch klappen können. Komm, ich will einmal alle abräumen. Einmal. Komm, bring mir Glück. Ich kann durch die Kugel durchsehen. Lol. Ich versuche die verschiedensten Wurftechniken. Und gerade so eine Bildtechnik funktioniert, oder wie? Nein, knapp vorm Ende. Warte mal, ich versuche mal jetzt genau mittig zu stehen. So, jetzt stehe ich mittig. Jetzt müsste ich treffen. Oder? Nein, komm zurück. Wow, ich habe zumindest die Mitte abgeräumt. Niemals im Leben treffe ich jetzt noch alle. Da werfe ich lieber einfach direkt rein. Warte mal, kann ich einen Wurf schaffen, der genau da hinten landet? Ich versuche es einfach mal. Wir werden ja sehen, ob es funktioniert. Wozu stellst du die neu auf? Ich habe keinen getroffen. Also das ist jetzt heute nur Testing. Ich habe hinterher noch vor, noch ein anderes Spiel aufzunehmen. Welches seht ihr dann morgen? Es ist auf jeden Fall auch ein VR-Spiel. Also die Kugel habe ich ja mal komplett daneben geworfen. Ja, das wird wohl nix. Ob der überhaupt gemerkt hat, dass er dran ist? Ach, der ist gegangen. Jetzt könnte ich eine Runde vollenden. Whoop. Ja, Leute, das versuche ich nicht weiter. Ich denke mal, ich habe damit dann für heute genug VR getestet. Zumindest jetzt gerade. Wie gesagt, ich habe vor, gleich noch was anderes aufzunehmen. Ich versuche da nochmal, ob das gut geht mit dem Headset auf dem Kopf. Ansonsten stelle ich demnächst wirklich mein Standmikrofon irgendwo etwas weiter vor mir auf und stelle das auf volle Lutsche, dass es mich komplett hört. Ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Abo dalassen oder ein Like. Wenn ihr wollt, kann ich auch das hier nochmal ein bisschen spielen. Ich kann sogar versuchen, ob ich einen Kumpel dazu hole. Weil allein ist das schon ein bisschen langweilig, dieses Spiel. Man sieht ja, gemeinsam hat man deutlich mehr Spaß. Ich setze mich dahin, falls ich kann. Ich sitze. Ja. Und damit sage ich dann jetzt ciao, Leute. Bis bald.